Okay, the camera is running now. Auf der Seite ist die Welt noch in Ordnung und hier hinten, da wurde die letzten zwei Tage leider ganz gehörig gefällt. Guten Morgen auf Beachtown im Hambacher Forst. Ich glaube, es war ja eine sehr bewusste Entscheidung, in eine andere Welt auch einzutreten. Der sah einfach total lustig aus mit seiner Kamera auf dem Fahrradhelm geklebt. Hi, hier schlafen drei Leute nachts. Ach, sehr gemütlich. Ja. Hallo, ich stehe gerade ein bisschen ungünstig, wenn ich würde dich in einer Minute zurückrufen. Wir haben mit unserem Leben gespielt. Nur, dass jemand von uns stirbt, war nicht geplant. Vielleicht ist ja auch irgendwas dran. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das ein besonderer Ort ist und ich sag mal, besondere Menschen auch angezogen hat. Was ich jetzt mache, wer ich jetzt bin, das wäre alles nicht ohne den Hambi so gewesen. Ah, ist ein schöner Baum. Kaum zu glauben, dass das halt alles bald weg sein wird wahrscheinlich. Ich finde es wichtig, an Dinge zu glauben, die wichtiger sind als ich. Braunkohle, das ist die schmutzigste und ineffizienteste Energiequelle von allen! Ich möchte nicht sterben, aber ich möchte, dass dieser Wald auch nicht stirbt. Es ist ja das Mittel schlechthin, womit wir arbeiten, wenn wir sagen, hier fällt die Bäume, aber ich bin da drauf. Ich fand spannend, dass Steffen auch überlegt hat, ist das eigentlich das, was sie auch die rote Linie quasi markiert. Haut ab! Jeder Mensch ist für sein eigenes Handeln verantwortlich! Da ist immer dann die Frage, inwieweit so diese gewisse Kompromisslosigkeit, ob die auch förderlich ist für die Sachen. Ich weiß es einfach nicht. Aus dem Wald! Aus dem Wald! Aus dem Wald! Aus dem Wald! Aus dem Wald!